So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Und das hier ist das Level, in dem wir letztes Mal den Multiplayer dann zu Rang A gemacht haben. Und da habe ich ja gemeint, es kann sein, dass man hier irgendwo abkürzen kann. Kann man. Und zwar genau hier. Hier kommt nämlich, wenn man das ein bisschen gut timet, irgendwie ein Goomba runter. Ach, ja. Ah, da ist er. Genau. Und dann kann ich hier hoch direkt in den Abschnitt reinspringen. Eigentlich ist das hier unten ja 1-1 und das hier oben ist ja eigentlich erst 1-3. Aber hier kann ich sozusagen komplett 1-2 einmal skippen und bin dann auch schon so gut wie in 1-4 drin, glaube ich. Ne? Wenn ich jetzt hier ein Stückchen weitergehe. Vielleicht kann man auch später sogar noch höher, aber ich habe jetzt das hier gerade gefunden. Und das sah mir schon sehr passend aus. Ne? Und hier oben, nee, da kann man nicht mehr. Ich glaube, da kann man nichts mehr machen. Ich glaube, die Stelle ist wirklich so die Hauptstelle, wo man hochwechseln kann. Der Weltrekord hat halt auch nur 37 Sekunden, ne? Also da kann man problemlos dann hochwechseln und das Level schneller beenden. Ist mir nur gerade, weil ich gerade in der Testaufnahme dieses Level gespielt habe, aufgefallen. So, wir machen weiter und Sariel hat mir über Discord, ach, was gerade noch nicht offen ist, ich musste nämlich den Computer neu starten, über Discord Codes geschickt, die ich spielen möge. Also machen wir das geschwind. Heute ist sowieso, ich sag's gleich, heute ist ein ganz, ganz komischer Tag. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe den Laptop aufgeklappt und erstens habe ich festgestellt, der Laptop war über Nacht nicht aus. Also, obwohl ich zugeklappt habe, muss er irgendwie angewiesen sein. Weiß nicht warum. So, dann wollte ich auf einen YouTube-Kommentar antworten und fange so an zu schreiben. Und plötzlich taucht die ganze Zeit über das Kleinerzeichen auf, während ich schreibe. Ich denke so, hä? Ist die Taste vielleicht, klemmt die Taste irgendwie und ich drücke auf die Taste selbst. Aber die Kleinertaste selbst, also die bei uns neben dem rechts vom, links vom Y ist, ja. Zwischen Y und Feststelltaste. Die reagiert gar nicht. Da hat sich nichts getan. Ich konnte da draufdrücken, so viel ich wollte. Es hat sich nichts getan. Dann habe ich ein bisschen rumprobiert und festgestellt, okay. Also zum einen, sobald sich dieses kleine Ding aktiviert hat, hat das auch nicht mehr aufgehört. Ne? Das hat dann ununterbrochen kleiner, 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 kleiner geschrieben. Bis ich eine andere Taste gedrückt habe, dann hat es immer unterbrochen. Und dann habe ich festgestellt, das passiert nur bei ganz bestimmten Tasten. Und während wir jetzt durch Phantoma laufen, werde ich da jetzt einfach ein bisschen was drüber erzählen, weil das hat jetzt mir den kompletten halben Tag gekostet, da was zu finden, wie ich das unterbinden kann. Weil es ist natürlich problematisch, dass der Laptop die ganze Zeit denkt, die Kleinertaste ist gedrückt. Das hat sowohl, wenn ich in einem Ordner bin, ständig so bling, 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 bling geführt, als auch sobald ich irgendwie was geöffnet habe, hat er gedacht, ich drücke die Kleinertaste und hat das dann als Eingabe verwendet. Auch als ich den Laptop neu starten wollte, hat er scheinbar eine Zeit lang gedacht, diese Taste wird gedrückt und hat irgendwie nicht richtig neu gestartet. Das war auch ganz weird. Ich dachte erst, ich verschrotte das Ding komplett. Aber da ihr seht, ich kann aufnehmen, ich habe es nicht komplett verschrottet, glücklicherweise. Jedenfalls, also jetzt ein bisschen Storytime. Ich werde mich auch aufs Spielen konzentrieren, aber ich muss das jetzt loswerden. Ich muss da jetzt drüber reden. Ich habe dann auch auf Twitter mehrmals geschrieben. Einfach weil mich das. Das sind so Sachen, das sind so Probleme. Entschuldigung, dass ich gerade stoppe, aber ich bin jetzt im Redefluss. Das sind so Probleme. So, du stehst auf, du hast für den Tag dir eigentlich das und das und das und das vorgenommen. Und dann kommt ein Problem und du hast erstmal keine Ahnung, was du machen sollst. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn irgendwas, wo du erstmal komplett machtlos bist, passiert, was aber auch noch gleichzeitig eine ziemlich schlechte Sache ist, wie zum Beispiel, wenn der Laptop einfach gar nicht mehr angehen würde. Ja, das habe ich beim Neustart ein paar Mal gedacht, der funktioniert jetzt gleich gar nicht mehr. Wie gesagt, zum Glück funktioniert er dann doch wieder, aber war sehr verrückt. Und dann habe ich festgestellt, es sind spezielle Tasten. Es war zum Beispiel die Taste H, ich drücke auf H und gleichzeitig löst es das Kleine dahinter aus.
Ja, ich drücke auf E und gleichzeitig löst es das Kleine aus. Ich drücke im Nummernblock auf das geteilt durch Zeichen oder auf die 7 und gleichzeitig löst es das Kleine aus. Ich drücke auf die Kleiner-Taste und es passiert einfach gar nichts. Also es konnte nicht sein, dass jetzt irgendwie ein Krümel auf der Kleiner-Taste war oder die dadurch ausgelöst wurde. Ne? Das kann gar nicht sein. Ich konnte also im Prinzip so eine Hardware-Fehler mehr oder weniger ausschließen. Es musste irgendwas Software-Technisches sein. Ich habe dann neu gestartet. Wie gesagt, dann hat es erst ganz lang gedauert, bis er wieder hochgefahren ist. Dann habe ich Update gemacht. Das hat auch nichts geholfen. Dann habe ich den Tastaturtreiber aktualisiert. Das hat auch nichts geholfen. Zum Schluss ist mir dann eingefallen, okay, es gibt ein Programm, und zwar heißt das Sharp Keys. Es gibt sicherlich auch noch andere Programme, die das machen, aber man braucht halt ein Programm dafür. Das kann über die Registry, kann das Tasten deaktivieren. Und ich habe dann festgestellt, das Programm zeigt an, also wenn du auf eine Taste drückst in dem Programm, dann kannst du diese Taste deaktivieren oder einer anderen Taste zuordnen. Wenn zum Beispiel mal die Taste I nicht mehr funktioniert, man aber zum Beispiel die Taste, was weiß ich, F9 nicht braucht, kann man sagen, I wird jetzt über F9 gedrückt. Und dann kannst du weiterhin I schreiben, aber musst F9 drücken. So als Beispiel, okay? Und das kann dieses Programm. Und dieses Programm kann aber eben auch sagen, die Taste ist einfach nicht mehr da. Ja, so die gibt es nicht mehr. Die reagiert nicht mehr. Und dann habe ich geguckt, was passiert. Ich habe einmal das Programm gestartet und ich habe meine Kleinertaste gedrückt. Und beim Drücken von der Kleinertaste hat es gar nichts angezeigt. Das war für mich das Signal, okay, die Taste ist wirklich nicht mehr funktionstüchtig. So, dann habe ich H gedrückt und dann hat es ganz kurz H angezeigt und danach die Taste, die eigentlich die Kleinertaste wäre. Dann habe ich 7 gedrückt und dann hat es ganz kurz 7 angezeigt und danach die Taste, die eigentlich die Kleinertaste wäre. Das hat mich also nochmal daran bestätigt, dass es wirklich nur bei ganz speziellen Tasten passiert ist. Ich habe W gedrückt und es stand dort W. Ich habe R gedrückt und es stand dort R. Ich habe H gedrückt und es stand nachher dort Special Key so und so. Ja, das war die Kleinertaste. Und dann habe ich die deaktiviert. Das kann man ganz einfach machen. Ne? Das lässt sich dann wird dann in die Registry reingeschrieben. Dann macht man abmelden und wieder neu anmelden. Man muss nicht mal neu starten. Und jetzt funktioniert die Kleinertaste nicht mehr, aber ich kann wieder normal schreiben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was mit kleiner schreiben will, muss ich halt die Bildschirmtastatur aufrufen und da kleiner anklicken. Es ist zum Glück eine Taste, die man nicht so oft braucht, aber es ist schon eine Sache, wo ich mir wieder denke, wie ist das passiert? Na? Das habe ich halt absolut nicht verstanden. Und ich habe jetzt halt auch die Ursache noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, warum über Nacht plötzlich irgendwas rumspinnt. So, na, gestern, als ich den Computer ausgeschaltet im Sinne von zugeklappt habe, war halt noch nichts. Und dann plötzlich, heute Morgen, war er halt, das war schon das eine Merkwürdige, dass er noch an war. Und ich nehme an, da hat es über Nacht schon angefangen, die ganze Zeit diese Taste zu drücken und dadurch ist er auch nicht ausgegangen. Aber ich weiß nicht warum. Ich meine, schieben wir es einfach auf Altersschwäche, keine Ahnung. Vielleicht gibt diese Tastatur einfach den Geist auf langsam. Was mich jetzt halt interessieren würde, wäre, wenn ich eine USB-Tastatur anschließe, kann ich dann das Kleine betätigen? Oder ist es jetzt wirklich sozusagen, passiert es da auch? Weil, na, ich habe halt die Ursache nicht herausgefunden. Ich habe zwar jetzt eine Problemlösung, habe ich gefunden, indem ich sozusagen die Taste einfach deaktiviere mit Sharp Keys. Aber im Grunde ist das keine Lösung, die mir sagt, was das Problem genau war. Na? Wenn es jetzt mit mehr Tasten passiert, habe ich ein Problem. Und ich kann verdammt froh sein, dass es die Kleinertaste war. Wenn es jetzt random irgendeine Taste auf der Tastatur erwischen kann, hätte es ja zum Beispiel auch eine Taste erwischen können, die mir den Laptop in den Standby-Modus versetzt. Stellt euch mal vor, der Computer denkt ununterbrochen, dass der Standby-Modus angehen soll. Das wäre unbenutzbar geworden. Ich hätte ja nicht mal, um sowas fixen zu können, den Laptop vernünftig nutzen können, weil er, denke ich, ständig in den Standby-Modus wechselt.
Na, das ist bei manchen ist so eine Mondtaste auf dem Laptop. Ich glaube, ich habe die nicht mal. Nee, ich habe die tatsächlich nicht mal. Aber an meinem alten Laptop hatte ich zum Beispiel so eine Mondtaste. Und das wäre jetzt zum Beispiel richtig schlecht gewesen. Oder keine Ahnung, die Windows-Taste. Er springt die ganze Zeit ins Windows-Menü. Du kannst nichts machen. Das wäre super krass gewesen. Insofern kann ich echt froh sein, dass es nur so eine Eingabetaste war, die sich ausgelöst hat die ganze Zeit. Aber es war halt trotzdem insgesamt wieder so eine Sache, die hätte es halt einfach jetzt nicht gebraucht heute. Also so überhaupt nicht. Also die braucht es auch an einem anderen Tag. Nee, um Gottes Willen. Die braucht es auch an einem anderen Tag nicht, diese Sache. Aber ja. Ich dachte, ich muss auf den drauf, während der fällt. Okay, haben wir es jetzt? Oder was war das jetzt für ein Signal? War da noch irgendwas? Da ist noch eine Stachel. Okay. Das ist nur der Checkpoint. Okay, ach so, okay, Bossfight. Der ist ja nicht so schlimm. Ah, jetzt sind es drei. Ah, da kommt noch einer. Okay, ich verstehe. Es waren maximal vier. Nein, es waren mehr. Es waren immer mehr. Oh nein. Um Gottes Willen. Jetzt waren es sechs. Aber sechs ist das Maximum. Sechs muss ich aushalten. Okay, alles klar, verstanden. Kriegen wir hin. Und ganz zum Schluss löst sich dann der On-Off aus. Irgendwo anders. Verstanden. Ich glaube, ich werde einfach versuchen, auf dem Boden zu bleiben. Ich werde nicht anfangen, rumzuspringen. Ja, ich hätte springen müssen. Okay. Okay. Also, sorry für, ne, das waren jetzt gute 10 Minuten Storytime, aber musste ich jetzt erstmal loswerden. Weil, wie gesagt, das sind Sachen. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas abgrundtief. Hätte ich das jetzt nicht fixen können? Der Laptop wäre mehr oder weniger nicht mehr gut nutzbar gewesen. Ja, stellt euch vor, ihr wollt, egal was, oh mein Gott. Oh mein Gott, ach. Egal was ihr schreiben wollt, ständig kommt dieses Kleiner. Egal wo ihr seid, ständig wird Kleiner ausgelöst. Das kann ja auch in einem Programm ein Shortcut für irgendwas sein, der dann ständig gedrückt wird. Ne? Also, das war nicht gut. Ich kann, wie gesagt, froh sein, dass es die Kleiner-Taste war. Es hätte mich schlimmer treffen können. Aber überhaupt, dass sowas schon wieder passieren kann. Macht mich fuchsig sowas. So, jetzt haben wir es gleich. Nice. Und das war's. Sieht doch gut aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass da noch. Ah! Irgendwas ist. Es war zum Glück nur ein Jumpscare und kein echter. Man kann auch sterben, Dings. Oh Gott. Eieieiei. So, Phantoma haben wir hinter uns. Das nächste Level, was Saria empfohlen hat, ist ein Puzzle-Level, wie er schreibt. Aber mir hat er auch nicht geschrieben. Dahinter steht nur Puzzle. YLM. 4B9, da jetzt kann ich mich auch drauf konzentrieren. Jetzt habe ich meine Storytime abgeschlossen. Aber das war echt wild. Das war echt wild. Okay, 7%, dann kann es ja so schwer nicht sein. Build a chain reaction so you can hit the on-off block. Okay, ich bin gespannt. Jetzt sagt er, es kann nicht so schwer sein und dann struggelt er gleich wieder. Ich sehe das schon kommen. Let's go. Okay, also als erstes löst man den aus. Dadurch löst sich dann der aus. Und so weiter. Dann löst sich der aus. Und jetzt kann der On-Off-Block gedrückt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, jetzt, sowas kommt jetzt in schwer wahrscheinlich. Ach so, das sind so einzelne Räume. Okay, verstanden.
Das wird nicht rein. Es wird irgendwas mit dem Swamp noch zu tun haben. Ich weiß noch nicht was. Ja. Ach, ich Nusskopf. Natürlich. Aber das reicht ja. Wait. Also ich verstehe noch nicht ganz, wie mir das jetzt helfen soll. Das geht ja nie zu ihm hin. Muss er oben bleiben. Und dadurch löst sich dann... Wir probieren mal das aus. Keine Ahnung. So nicht. Aber oben wäre ja eh. Das ist ja auch wieder Quatsch. Wie kriege ich... Also woanders kann ich den Pau nicht platzieren. Das ist schon mal ganz klar. Den Pau kriege ich nur da hoch. Sonst nirgendwo hin. Den Swamp kann ich halt bewegen, aber was das nützen soll? Ach, jetzt hat's den plötzlich... Habe ich das nicht am Anfang gemacht? Hä, ich dachte, genau das habe ich am Anfang gemacht, deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich habe ich das nicht am Anfang gemacht. Okay. Na, ich wollte eigentlich... Achso, den kann ich auch so auslösen. Nee. Wie löse ich den aus? In welche Richtung zieht der? Ah, nach links. Oh, das war nicht so gut jetzt. Wenn ich da durchlaufe, wird der Safe ausgelöst, ohne dass ich es verhindern kann, ja? Ich bräuchte erstmal die Box. Ah, verstanden. Ja, klar, dafür ist die Tür da. Das Ding wird mir jetzt helfen, die Box zu holen. Tja. So. Der schiebt den jetzt darüber. Ja, okay, alles klar. Und dann ist er da drüben. Also, dass der Power erstmal ausgelöst wird, ist nicht schlimm. Ich kann ja mit der Box durch die Tür gehen. Ich denke, das ist so gedacht. So, jetzt ist er hier. Jetzt will ich, dass die Box runterfällt. Ach so, warte mal. Na klar. Jetzt ist die Box mit kaputt gegangen. Das wollte ich nicht. Aber das ist die Lösung. Vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Dass ich erst nur den kaputt mache und dann damit die Box einfach rüberschiebe. Nein, ich muss ihn kaputt machen, wenn er oben drüber ist. Alles klar. Gut, dann machen wir das doch so. Es ist ein bisschen Trial and Error, so. Man weiß es nicht sicher. Also ich muss den kaputt machen, ohne dass die Box kaputt geht. Ja, jetzt passt die Geschichte. Jetzt habe ich die Box. Und jetzt kann ich die Box hier drauflegen. Und dann habe ich nämlich die Zeit, die ich brauche, um den hier hoch zu platzieren. Und dann kann der jetzt in Ruhe kaputt gehen. Gut.
Ziel. Also der löst den aus. Und während der den auslöst, muss der da unten liegen. Okay. So. Das heißt, ich muss verhindern, sowas in der Richtung. Da ist ein P-Block und da unten ist ein P-Switch. Kann ich von hier irgendwie diesen P-Switch auslösen? Nein. Ach, ich bin blöd. Ich kann die ja kaputt machen. Aber wie löse ich den P-Switch da unten aus? Also, ich kann den... Ich mach direkt den anderen mit kaputt. Okay. So. Jetzt habe ich den dabei und kann den hier mal mit reinnehmen. Jetzt ist der da oben nämlich nicht mehr. Jetzt kann der hier rumfahren, wie er lustig ist. So. Aber jetzt? Was nützt mir das jetzt? Jetzt ist der gedrückt. Ah, jetzt kommt Pau raus! Jetzt passt die Geschichte. Easy. Okay. Gut. Das im Multi ist lustig. Okay. Ja gut, dann haben wir das jetzt mal gespielt und ich habe ein bisschen was erzählt. Also das war heute... Keine Ahnung. Es war sehr, sehr... sehr merkwürdig alles. In dem Sinne aber danke fürs Zuschauen und tschüss.